Howdy, partners, and welcome back on the Wild Wild West, my friends. A new episode of this fucking stuff. Oh, darf ich nicht sagen, ne? Oh, habt ihr nicht gehört? Darf man, ist leicht. Ne, sollte man nicht sagen. Das ist amerikanischer Style, ne? Das ist Slang. Ist auch egal. Komm, hier, wir machen einfach weiter. Feld 39. Abgeschlossen. 280.000 Padouts. Hier, Padouts. So, Padouts. 15, wisst ihr ja, wollte ich hinfahren. Bin ich dann tatsächlich mit einem Auto hingefahren. Steht auch da. Werde ich jetzt mal eben vorbereiten. Also mal eben. Ne, wie es halt so ist. Modus an. Das ist klar. Ich denke, ich werde tatsächlich hier durch reinfahren. Es macht einfach Sinn, dass wir da eine Einfahrt zum Feld haben und dann werden wir die gleich auch zurückfahren. Das war der Motor, sollten wir anschalten. So, und dann bringen wir mal eben den Recording-Modus an. Mal gucken, dass wir den Punkt mit dem verbinden. So. So, schön mittig reinfahren, dann sollte das auch mit allen Geräten funktionieren. Hier schön am Feldrand. Ah, ein Stückchen können wir noch. So, ich habe nämlich vor, da vorne auf diese Zwischenstraße wieder rauszufahren. Das sollte ja eigentlich ganz gut passen dann, ne? Und zwar setzen wir hier einen neuen Punkt, der da heißt Feld 15. Ich hoffe mal, ich habe die hier. Ja, das passt aber. Gut. Fahren wir mal langsam da vorne hin und dann lassen wir gleich den ersten Drescher dahin fahren. Aber jetzt ist nämlich das Witzige, der Drescher kommt von oben. Das heißt, wir werden von oben auch noch uns was ausdenken müssen, wie wir da am sinnvollsten rankommen. Das hier sind zum Beispiel zwei Bäume, die könnten eigentlich weg. Ich lasse gleich meinen kleinen Helfer dahin fahren und dann kommen die Bäume weg. Ratzfatz machen wir das. Da können wir nämlich hier schön noch ranfahren, da brauchen wir uns gar nicht so sehr drum kümmern. Ach, guck mal, die Querstraße, da gibt es überhaupt gar keine Verbindung. Das ist ja witzig. So. Die binden wir natürlich hier an. Da. Ich überlege gerade, den könnten wir eigentlich auch hier anbinden. Ne? Da müsste der nämlich auch hier rumfahren können. So. Ich stelle den hier erstmal auf die Seite. Den nutze ich immer schön, um die Autodrive-Kurse einzufahren. Und irgendwann sollten wir dann tatsächlich auch mal hier diese Querverbindungen schaffen. Ja, das macht ja durchaus Sinn, dass man hier auch mal Querverbindungen baut. Naja, nun gut. Achso, oh Moment. Sind wir noch nicht fertig? Mal gut, dass ich noch hier bin. Wir brauchen von dieser Seite auch einen Zugang zu dem Feld. Mal gucken wir mal gleich, wie wir am sinnvollsten da hinten die Kurve hinkriegen, ne? Gib Vollgas, mein Freund. Lexion muss entladen werden. Ja, das wird uns jetzt wieder häufiger passieren. Wegen der Hanfnummer, ne? Kann man sicherlich noch ein bisschen dran optimieren, aber viel geht da nicht. So. Jetzt müssen wir nämlich hier in der Kurve da reinfahren. Ein Stückchen weiter. Damit da auch andere Geräte rumkommen. Mal eben hier ein bisschen ranzoomen. Ja, das können wir gleich verbinden. So. Jetzt überlege ich mal, ob ich den hier. Was heißt, wir beenden das mal eben hier. Ah. Natürlich weg. So. Na komm schon. Wenn ich den jetzt wegfahre, dann kann ich mir den auch ein bisschen verschieben noch, ne? Machen wir ein bisschen runder. So. So, das ist doch eigentlich ganz schön. Außerdem noch mit dem hier verbinden. Und dann sollten wir da auch einen Kurs haben, der auch für einen Drescher einigermaßen in Ordnung geht.
Ja. Komm, jetzt stellen wir den hier aber ab. Man weiß nie, was man da noch braucht. Dann lassen wir den Drescher von oben schon mal dahin fahren. Zu Feld 15. Feld 15. Abfahrt. Ja, warum auch immer ihr alle hier hinten rumfahrt. Ich drehe den mal hier vorne auf die Straße. Und guck mal, da müsste jetzt eigentlich dann noch den. Ja, jetzt hat er einen geraden Kurs da. So, dann haben wir hier unten am Hof. Da ist jetzt richtig was los. Da hinten stehen so ein paar Abfahrerschlange. Aber das sollen sie auch ruhig tun. Feld 15. Ach, guck mal, ich wusste, ich habe was vergessen. Was ist mit der Musik schon wieder? So, Feld 15, fahr da mal hin. Es gibt Bäume zu häckseln. Welchen Kurs auch immer du jetzt einschlägst. Ach so, fährst hier im Kreis rum, um den da ranzukriegen. Gut, mach das ruhig. Dann gucken wir mal eben hier nach. Du fährst ja hoffentlich dann weg, ne? Der sollte auch unseren neuen Kurs da hineinfahren, den wir da in der letzten Folge zusammengefahren haben. Das sollte auch hinhauen. Das Ding ist, ich möchte weiter sein mit den ganzen Drescher einstellen, bevor die hier fertig sind. Ne? Das ist, ihr wisst ja, sonst haben wir wieder alles gleichzeitig zu tun und kriegen nichts auf die Reihe. Oh Mann. Das hier wird auch super. Lass ihn mal fahren. So, dann Feld 32 wollte ich ja auch noch einfahren. Und. Da sollte ich aber hier irgendwie ranfahren, ne? Also die werden natürlich hier noch nicht hochkant runterfahren, aber wisst ihr was? Wir lassen den Wagen hier. Ich glaube, dass das hier passen müsste. Ansonsten machen wir das mit dem LKW. Wir lassen den Wagen jetzt mal zu unserem Feld 30 fahren und fahren dann dafür 32 den Platz ein, den Weg da ein. Feld 30, Abfahrt. So, dann brauchen wir noch einen Abfahrer, der bei Feld 15 abfährt. Die stehen ja jetzt alle hier. Müsste aber mal gereinigt werden, ne? Ja, machen wir jetzt auch mal. Und dann können wir den bei Feld 15. Ja, wir lassen den dann erstmal zum Hofsilo wieder abfahren. Ne? Das kennen wir ja. Drescher. Drescher. Feld 15. Hofsilo. Aber wollen wir ihn noch nicht losfahren lassen? Ihr seht es oben, ne? Also bei uns tickert gerade das Geld rein, 1,2 Millionen und es geht weiter. Wie gesagt, das Handfeld ist noch lange nicht runter. Ich gucke mal tatsächlich, wo es hingeht. Ich hätte total Lust, sage ich euch ganz ehrlich, das Feld 60 und zu kaufen. Das liegt im Moment brav und da Hanf drauf anzusehen. Das wäre ultra cool. Aber ich denke, wir machen es tatsächlich erstmal oben auf der 38. Aber das dauert auch noch, ne? Also bis wir da angekommen sind. Da ist noch einiges an Wasser den Rhein runter. So, da kommt auch schon der nächste Drescher. Oh nein, 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 stopp, stopp, stopp. Du warst hier genau richtig. Falscher Einstieg. So, du bleibst schön erstmal hier stehen an der Gerade. Ach, guck mal, da kommt noch ein Abfahrer hinterher. So, du fährst jetzt. Ja. Wo sitzt denn jetzt dran? Ah doch, Drescher abfahren ist richtig. 15 Hofsilo. Bitte. Jetzt. Ach so, du willst hier rüber nach Feld 15 fahren, ja. Da ist jetzt natürlich gerade ziemlich voll hier, ne? Hättest du dir keinen anderen Weg suchen können?
So ein bisschen aufräumen. Und den anderen Drescher lassen wir dann gleich zu Feld 30. Ja, guck mal, vielleicht lassen wir. Oha. Ist die Brux denn vorne so schwer? Also, wisst ihr was? Ich falle durch den Werkstatttrigger. Ich werde jetzt die, die Gewichte draufpacken. Mal gucken, dass wir den eben den Arm einfahren. So, dann gucken wir mal, ob wir das nicht mal eben hier konfigurieren können, die Nummer. So. Breitreifen. Breitreifengewichte. So, dann hoffe ich mal, dass du ein bisschen weniger rutscht, mein Freund. Also alles wieder anhängen, ne? So. Bitte sag mir, dass der Anhänger dran ist, ja. Na gut. Aber hier noch raus. War jetzt aber Feld 15. So, der ist weg. Der hier ist bei Feld 30 angekommen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da an das Feld anbinden. So, habe ich hier schon Tabak angepflanzt? Nein. Roggen. Ja, Roggen haben wir noch nicht so viel gehabt die letzte Zeit. Oh, ich sehe gerade, hier werden wir auch wahrscheinlich ein paar Bäume. Ne, können wir nicht. Ich kann die nicht runter, weil das nicht mein Feld ist hier. Oh Mann, das wird noch eine knappe Nummer. Aber wir fahren ja trotzdem von hier aus ein. Und zwar fahren wir hier dann halb geradeaus durch. Und dann fahren wir einfach hier knapp ans Feld ran. Dann müssen wir das einfach so machen. Recording. Also wir fahren jetzt hier wirklich ganz knapp ans Feld ran. Sonst werden unsere Geräte da keinen Spaß dran haben. Ja, wir werden den Drescher mit dem Vorgewende erstmal durchfahren lassen. Dann haben wir wenigstens. Aber ja, hier lohnt sich auf jeden Fall mal dann ein paar Bäume wegzumachen. Wir fahren noch ein Stückchen weiter. Die Kurve, das ist zwar eigentlich ganz gut. Ja, aber am Ende des Tages, wenn ihr die Vorgewende durch hat, dann können wir auch hier am Feldrand entlang fahren. Das ist auch nicht so dramatisch. So, was denn hier? Hier ist doch eigentlich. Hier könnte es doch passen, oder? Ich fahre hier mal zurück. Ich hoffe, das passt nachher mit den Abfahren. So. Achso, ich habe kein. Was habe ich jetzt gemacht? Keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe irgendeine Verbindung hergestellt. So, was löschen denn? Dann ist die Verbindung mal weg. So. Und den schieben wir einfach noch ein bisschen weiter rüber. Und dann ist das auch gut. Aber wir müssen natürlich noch einen Punkt bestimmen für das Feld. Ich würde aber sagen, wir nehmen tatsächlich auch den hier relativ weit vorne. Den hier. Und das wird Feld 32. So, den lassen wir jetzt, glaube ich, erstmal zurückfahren zur Farm. Und dann geht das hier schön weiter, ne? Drescher hin, Abfahrer hin und gib ihm. So, zur Farm. Und dann können wir bei der Farm nämlich Drescher und Abfahrer einsammeln. Was jetzt? Oh, oh. Das war ein kleines Leck. So, Freunde, wisst ihr was? Wenn die hier schon alle so schön stehen, ne, dann machen wir eine groß angelegte Putzaktion. Da fahre ich mal schön den Kercher in die Mitte. Und dann halten wir mal den Kercher drauf.
nicht, ne? Komm schon. Aha. Ach so, so war das, ja. Wenigstens mal, bis wir zum Drescher kommen. Dann haben wir nämlich einen Drescher, einen sauberen Drescher und Abfahrer, saubere Abfahrer dafür auch. Sieht ja alles nicht so schön aus, ne, wenn das so potträglich ist. So. Oh, der hat es auch richtig nötig. Guckt euch das mal an. Aber der hat hier wirklich so ein bisschen eine andere Drecktextur. Also man sieht tatsächlich, wie die unterschiedlich die Modder die Drecktexturen verstehen. Der hier hatte wirklich so eher die Textur bezüglich Fahr auf der Autobahn und ständig im Ruß unterwegs. Ne? Wohingegen Krampe natürlich schon eher so ein bisschen den Dreck vom Feld haben. Und auch hier der Peterbilt, der hat, finde ich, eher den Dreck vom Feld dabei. Ich kann mich nicht so weit vom Hochdruckreiniger entfernen. Den da extra hier in die Mitte gestellt. Ich bin nicht so weit weg, oder? Schlauch 100%. Ich habe den extra in den Kreis gestellt hier. Komm jetzt echt nicht an den Drescher dran. Oh Mann. Der hat ja super funktioniert. Hier mein schönes Reinigungsrondell. Naja, so einigermaßen geht's ja. Du, 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 du. Ach, der hinten ist noch sauber seit. Dann sind wir auch durch hier. So, Reinigungsrondell. Wer kennt es nicht? Das ist schon cool hier, ne? Eigentlich. Also der Wagen ist eigentlich auch cool. Gefällt mir auch. Ja. So. 32 Drescher. So, du fährst jetzt zu Feld 32. Aber der Drescher ist nicht richtig sauber geworden. Naja, gut, beim nächsten Mal. So, hier Feld 32. Hier gucken wir, ob der einigermaßen passt. Aber da können wir nirgendwo das Schneidwerk hinstellen. Da müssen wir uns echt noch Gedanken machen. Da werden wir wahrscheinlich nachher aufs Feld stellen müssen, den Schneidwerkswagen. Und du fährst auch mal zu Feld 32. So, was ist denn mit euch hier oben? Drescher haben wir. Und den. Aber den Abfahrer haben wir noch nicht. Wo ist denn der Abfahrer? Hatte ich nicht einen dahin geschickt hier zu Feld 15? Ich könnte schwören, dass ja. Aber gut, stellen wir erstmal den Drescher an und dann schauen wir weiter. Ich überlege tatsächlich gerade, ob ich das nochmal mit Eif versuche. Jetzt müsste der eigentlich Helfer auch ausgeschaltet sein, ne? Da
mein Weizen. Ach, bis damit kommen wir mal Kurs rein. Das ist halt so zur Notmarbeit, immer wieder neu den Kurs. Auch damit habe ich nicht so einen Stress, das kriegen wir schon hin. Wir machen ein Vorgewinde rundherum. Aber das ist ein bisschen schade, dass die Helfer nun mal gerade überhaupt nicht funktionieren. Ein Vorgewinde, Bike, ja. 16,5 Meter, ja, würde auch machen. Oh ne, Fahrzeug im Wind kostet nicht. Oh, stopp. Jetzt. Ja, ich weiß. Achso, das Feld. Moment, Feld 15. So, jetzt aber. Ja, komm. Wegpunkt. Ach guck mal, der fängt sogar hier an. Na gut. Feld 15 ist da noch eingestellt. Das ist gut. Können wir gleich den Abfahrer dazu bringen. Ich wundere mich, dass ich keinen hingeschickt habe, aber das ist nicht so dramatisch. Wir haben ja hier ein paar, ne? Aber den Volvo da vorne wollten wir dafür nicht verwenden. Du sollst einen Drescher abfahren und zwar Feld 15 zum Hofsilo. So. Dann fahren wir los. Also mal hier nach vorne. Ach so, guck mal hier. Mal. Wie willst du denn zu Feld 32 fahren? Das ist doch voll dumm. Mensch, ey. Ja. Der LKW will auch da lang fahren, aber der LKW passt auch durch. Ist kein LKW, den du hier unter Popo hast. Kein LKW. Achso, der da hinten fährt schon, guck mal, ist ja gut. Was ist denn mit dem hier eigentlich? Den können wir eigentlich parken lassen, oder? Wieso haben die denn alle keine Parkplätze? Ich hatte die schon mal zugegeben. Sind die alle verloren gegangen mit dem Update? Boah, wenn jetzt alle Parkplätze weg sind, ne? Das wäre echt fatal. Ich habe da mir so viel Mühe mitgegeben. Den erstmal hier vorne abstellen. Ich überlege auch gerade, ob ich den hier mit dem Autolot-Anhänger mal auch zu dem anderen Feld oben fahren lasse. Ne? Da dürften ja jetzt auch schon wieder ein paar hundert Ballen liegen. Das machen wir. Hier Feld 38. Drehen wir den nochmal eben um, damit der nicht über die Farm fährt. Da stehen ja gerade mit ein paar viele. Feld 38. Bitte. So, wieso müssen denn so viele Geräte abgetankt werden? Was ist denn da los? Okay, der dreht hier irgendwie. Hier scheint einer anzufahren. Was hier los? Also mal hier gucken, was passiert denn hier?
Oder stehen wieder bei der Ranch irgendwie alle doppelt dran? Nein. Okay, sie fahren. Sie haben einfach nur gerade voll gewesen. Wo fährt der denn dahin? Hält 15 Hofsiedlungen. Achso, ist der gerade da im Kreis gefahren oder was? Naja, gut. Der hier ist gleich voll. Ja. Und dann fahren wir den mal. Wir machen da vorne zwei Bäume. Achso, ich weiß gar nicht, dürfen die eigentlich mitmachen? Die sind gar nicht unsere, oder? Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Dann wäre ich den Kurs etwas zu knapp eingefahren. Das ist unser. Dann hoffe ich mal, dass es mit den Kursen passt. Ja, das hätte ich auch vorher dran denken können, natürlich, ne? Ja, Bäume flexen geht immer nur da, was einem gehört. Das ist halt so. So, dann schauen wir aber doch mal. Hier sind jetzt auf jeden Fall einige angekommen. Ja, das konnte nicht. Also das war klar, dass das nicht richtig gut gehen konnte. Ich hoffe, dass das, wenn das nicht gut geht, dann müsste den Kurs hier tatsächlich nochmal korrigieren. Oha. Okay. Ja, jetzt fährt natürlich der LKW auch da quer drüber. Nee, dies war so klar. Aber der kommt auf jeden Fall, scheint auf jeden Fall aufzukommen. Also Drescher, ja. Das eine. Vielleicht passt das ja sogar hier mit dem LKW. Der ist ja gerade auch daran vorbeigekommen. Ja, das nehmen wir da stehen. Schauen wir mal. Ich möchte ja schon gerne nochmal das Helfer anstellen, ne? Aber hier geht nichts mit Helfer. Also Helfer ist wirklich komplett tot. Vermute tatsächlich, dass es an der aktuellen Version von AI Vehicle Extension liegt. Es scheint, als wäre die ein bisschen buggy. Ja, dann auch hier Kursgenerierung. Ihr wisst, wie das ist. Feld 32. Vorgewende 1 im Uhrzeigersinn. Aktuelle Fahrzeugposition, ja. Fahrzeug im selben Kurs 1. Ja, ich wollte eigentlich Cosplay-Kurse ein bisschen sparen, aber das hilft nichts. Aber er hat jetzt den Kurs auch. Warte, gucken wir uns den mal eben an. Ja, okay. So, und dann wir speichern den trotzdem. Feld 32, 16,5 Meter. Vielleicht müssen wir sie irgendwann rausschmeißen. Schauen wir mal. Da steht der LKW natürlich vorne direkt mal im Weg. Den lassen wir jetzt einfach nochmal hinterher fahren. Und zwar sollst du abfahren, den Drescher. Und zwar Feld 32 zum Hofsilo. Gucken wir mal, ob der da rumkommt. Ja, der fährt jetzt zum Hofsilo und fährt dann zum Drescher gleich zurück. Das wird auch in den ersten Runden hier mit dem Feld, das ist echt knapp, ne? Aber wenn, also sag ich euch ganz ehrlich, wenn ich das kaufen würde, ob ich die andere Seite hier wegmache, weiß ich nicht, aber die Seite würde ich auf jeden Fall wegfräsen. Komplett. Ratzi, fatzi, tutti completi, ratzi, fatzi. Ihr wisst, wie es auch läuft. So, da ist ja wie jetzt hier der Bereich schon mal gemäht, gedroschen. So, und was läuft hier?
Aber ich könnte da auf jeden Fall nochmal einen dritten drauf ansetzen, ne? Einen dritten Abfahrer. Drei kann das auf jeden Fall verpacken. So. Fahren wir den Wagen mal eben weg. Einmal in die Garage. Mein Gott, die ganzen Lexons müssen alle abgetankt werden. Ja, aber sie werden auch abgetankt. Das dauert halt immer so ein bisschen. So, und du machst Drescher abfahren auf 57. Und zwar zur Ranch. Das verkaufen wir direkt. Ich hoffe mal, das ist immer noch aktuell. Der hat übrigens auch keinen Parkplatz mehr. Also, wir haben tatsächlich alle Parkplätze mit dem Update von Autodrive verloren. Na, bravo. Einmal habe ich mir die Arbeit gemacht. Einmal, ich habe es noch nicht mal richtig genutzt. Ich habe nur einmal die dahin geschickt. Noch nicht mal richtig genutzt habe ich das. So. Freunde. Ja. Das heißt für uns eigentlich, wir müssen die... Ach, guck mal hier. Das ist der, den wahrscheinlich den ich... Ja, 15 Hofsilo. Ja, eigentlich bräuchte ich den nicht, oder? Ja, komm, dann müssen wir zwei fahren. Ist auch nicht schlimm. Guck mal, der ist aber auch schon wieder da. Und dann haben wir auch schon wieder alles aufgeräumt. Ist auch gut. Das ist doch gut. Gut, 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 gut. Naja, vielleicht wollen wir diesen kleinen Baum hier nochmal eben. Komm, einfach nur, ich will zu fräsen ab. Ich stelle den hier hin. So, das ist unsere entsprechende Feldfräse. Das kann tatsächlich sogar sein, dass ich mir bei 30 da dann nochmal was zu überlege, ob ich da ein paar wegfräse. Die stehen ja doch sehr eng da beieinander, ne? Aber das machen wir in einer anderen Folge. Was macht eigentlich unsere Einnahmen hier? 1,6 Millionen. Ja, war schon kurz davor, dass wir uns nochmal Gedanken machen können, ob wir nochmal was in die Richtung bauen wollen. Sag mal, wo ist denn... Ach, da hinten. Wieso steht denn der da hinten so rum? Kannst du mir verraten, wieso... Wieso liegen denn hier Ballen? Ja, sag mal. Das würde aber erklären, warum... mal eben gucken. Moment. Warum vorhin? Ich hatte nämlich gedacht, dass irgendwie zu wenig Geld dabei rausgekommen ist bei der letzten Nummer. Moment, habe ich den? Habe ich doch. Ja, der hat doch Autoload, oder? Achso, warte mal, ein Helfer aktiv ist. Moment. So, Arbeitsmodus anschalten. Aber nicht Paletten, sondern HD. 1,3 Meter runde Ballen. So. Warum auch immer der LKW die Ballen verloren hat. So. Aber da gehen nämlich 48 drauf. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Dann sammeln wir jetzt erstmal ein paar Ballen ein und fahren, lassen die auch zum Bale Sale fahren. Ich glaube sogar, dass der einen etwas weiteren Einzugsgebiet für Autoload hat. Ja, die müssen runter, ne? Sonst haben wir nachher natürlich x ur viele Objekte, die auf der Karte uns entsprechend Ärger bereiten könnten. Ich fahre hier tatsächlich hinten einmal durch und dann mache ich da hinten nochmal einen Punkt, einen Autoload-Punkt aufs Feld. Weil... der Meinung bin, dass wir hier hinten auf jeden Fall noch mal einen gebrauchen könnten. So, ich hoffe, dass hier ein Autodrive, nicht Autoload. Entschuldigung. Dann fahren wir nämlich hier noch mal hinten aufs Feld. Dann können wir den nämlich später auch hinten hinschicken, den LKW.
Aber das hier ist auf jeden Fall auch was. Hier können wir den nochmal hinschicken zum Fräsen. Ne? Hier müssen auf jeden Fall ein paar Bäume weg. Ja, das machen wir noch. So, hier die Kleinen zum Beispiel. Die könnten auf jeden Fall mal weg. Nichtsdestotrotz werden wir hier mal eben einen Kurs raufsetzen. Das ist unser Feld 38, von mir ist Feld 38b. So, F 38. Und dann kommen wir hier vorne wieder runter, da ist eigentlich genug Platz. Ja, das Schöne ist, dass die Laternen eigentlich keine Kollision haben. Ne? Ansonsten hätten wir natürlich ein Problem. So. Das ausschalten. Die wieder verbinden. Und jetzt muss ich mal eben gucken. Das entladen, Spanngurte dran und jetzt müsste der eigentlich mal zum Bale-Sale fahren. Aber ne, das wollte ich natürlich nicht, wollte ich zum Bale-Sale. Oh, er hat hier auf jeden Fall noch. Ich weiß nicht, warum der andere die Ballen da hat. Geworfen hat auf die Strecke. So, aber der fährt schon mal. Wisst ihr was, dann nehmen wir halt den nächsten auch noch mit. Lass wir den auch dahin fahren. Muss entladen, der Gerät hat das Ende. Muss entladen werden. Hat den Trigger das Ende der Route erreicht? Aha, guck mal einer an. So ist das okay. Ne? So kann man, finde ich, kann man die auch mal wegfahren zwischendurch ein bisschen. Also ein bisschen Beschäftigung. Und wie gesagt, wir dürfen die auf keinen Fall liegen lassen. Achso, und ich muss mir gleich noch wieder die Zahlen aufschreiben, weil das habe ich sicherlich irgendwann komplett vergessen, wie viel da wirklich drauf gewesen sind. Dann natürlich gegenrechnen, die wir vorhin hier nicht mitgenommen haben. Das muss ich gleich mal mehr raussuchen, wie viele das gewesen sein müssen. So. So weit auf jeden Fall mal angespannt hier. Und dann lassen wir die mal zum Bale-Sale auffahren. Ist der gerade schon mal Bale-Sale angekommen? Einer am Ernte? Oder war das wieder... Weiß man nicht, ja. Ich wüsste ja schon mal gerne, ob der den jetzt da verliert hinten. Oder ob der die Spanngurte ausgemacht hat. Warte mal, oder gucken wir mal eben. Mein Spanngurte sind noch an. Na gut, lass mal fahren. So, der hier hat auf jeden Fall schon mal abgeladen. Ist doch gut. Dann funktioniert das doch schon gut. Am zweiten, das steht jetzt auch nicht so schlimm.
So, was ist hier? Der wartet auf den Abfahrer. Und der kommt nicht bis durch, weil das Schneidwerk da im Weg steht, ne? Und wisst ihr was? Das gönne ich mir jetzt. Wenn das der überhaupt hinhaut. Kann man nämlich auch nicht immer packen. Habe ich schon mal versucht, ne? Oh Mann, ja. Schade. Ja, und der hat auch keinen. Wisst ihr was? Ja, aber durchschieben geht auch nicht. Oh Mann, ja, da muss ich irgendwas kommen lassen, womit man den wegfahren kann. Ich glaube, ich habe hier doch den. Wo ist denn der Truck da? Mit dem können wir doch auf jeden Fall so einen Schneidwerkswagen mal auf der Seite ziehen, oder? Fahr du auch mal zu Feld 32. So, hier scheint es weiter zu laufen. Also Cosplay und Autodive mit den richtigen Einstellungen funktioniert im Moment gut. Hive tatsächlich im Moment leider gar nicht. Und das ein bisschen traurig ist. Das, ob das an der Anzahl der Helfer liegt, ob Autodrive wirklich jetzt auf einmal Helfer, also da muss ich den Willi nochmal fragen, ob Autodrive jetzt als Helfer gezählt wird. Ich hatte viel, viel mehr im Einsatz hier. Wirklich, da liefen alle mit Hive und bis auf zwei. Und jetzt kann ich es überhaupt nicht mehr einstellen. Naja, gut. So, Ende der Route ist wahrscheinlich der hier gewesen, ne? Der natürlich nicht, sondern der hier. Ja, der ist bei Stopp angekommen. Dann wollen wir mal. Ach, guck mal, hier Abfahrer rufen. Ist der eigentlich hier vorgefahren kommen, oder? Ich fahre den mal ein Stück zurück und dann wird es schon. Boah, liebe Leute, wir haben hier schon wieder 40 Minuten. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Achso, da ist überhaupt nichts drin. Da braucht auch keinen Ruf. wisst ihr was? Ich räume hier noch ein bisschen, also den räume ich noch eben auf. Vielleicht lasse ich den auch noch bei uns auf dem Handfeld fahren. Da ist hier irgendwie richtig was los. Weiß ich noch nicht. Oder ich muss ich gucken. Ich habe noch keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja auch einen neuen Auftrag mittlerweile. Das sehen wir beim nächsten Mal. Schaltet auch wieder ein und lasst mir ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und vor allen Dingen, wenn ihr das so lange durchgehalten habt. Wie cool ist das? Also Hammer. 43. Das ist Hut ab. Ne? Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben und eure Kommentare zu lesen. Ne? Was wollt ihr noch sehen? Was machen wir noch? Welche XXL-Nummern ziehen wir hier noch ab? Ich finde, das ist schon wirklich hart an der Grenze bei von allem Möglichen. Aber im Moment läuft das wirklich gut. Ich bin über die Performance überrascht, hatte zwischendurch so ein bisschen Performance-Probleme, aber jetzt gerade ist es gut. Oh, komm, jetzt schmeiß ich raus. Ausschalten. Bis zum nächsten Mal.